So, herzlich willkommen zum dritten Teil meiner Serie zum Thema Mathe-Kursstufe und momentan noch den Ableitungen. Und wie ihr gerade sehen könnt, tippe ich hier schon den Sinus von x hin. Wir werden heute die Ableitung von Sinus, Cosinus machen, also den Trigonomiefunktionen. Und ja, tut mir wirklich leid, aber zwei davon werdet ihr auswendig lernen müssen. Die anderen kann man sich herleiten dann. Ja. Okay, er macht die Klammern weg, macht auch nichts. Also, wir haben die Funktion f von x ist gleich Sinus von x und wenn wir die ableiten, warum ist es jetzt kursiv? Egal. Ihr seht, ich habe das Programm gewechselt, ich komme noch nicht wirklich damit klar, tut mir echt leid, aber ja. Naja. Also, wenn ihr Sinus von x ableitet, ist die Ableitung einfach Cosinus von x. Und wenn ihr den Cosinus ableitet, also ihr seht, wir bilden hier gerade die. Oh, komm schon. Wir bilden hier jetzt gerade die zweite Ableitung. Dann ist das der Minus Sinus von x. Kann man so wechseln, stimmt. Und Minus Sinus bedeutet ja nichts anderes wie minus 1 mal Sinus von x. Und wenn ihr den dann nochmal ableitet, dann könnt ihr euch schon fast denken, was dabei rauskommt. Denn der Sinus wird zum Cosinus. Also wird hier der Sinus auch zum Cosinus. Also die dritte Ableitung ein bisschen bescheuert, aber muss sein. Ihr werdet doch gleich sehen, warum. Also hier Sinus wird zu Cosinus minus 1. Ihr erinnert euch an die Faktorregel. Minus 1 ist in dem Fall ein Faktor, der einfach stehen bleibt. Minus 1 mal Sinus zu Cosinus, Cosinus von x. Und ihr erinnert euch hier, Cosinus wird zu Minus Sinus. Jetzt haben wir hier auch wieder einen Cosinus. Also f4 Strich. Normalerweise brauchen wir nicht so viele, aber ihr werdet gleich sehen, was da passiert. Cosinus wird zu Minus Sinus. Die Minus 1 hier bleibt als Faktor vorne dran stehen. Minus 1 mal Minus Sinus. Hier Minus 1 mal Sinus von x und jetzt kommt minus 1, also minus mal minus ergibt plus. Yay. Also ist die Ableitung von, ich mache das hier mal schöner, so wie ihr es auch im Buch oder sowas sehen werdet. Also ist die Ableitung von minus Cosinus gleich wieder der Sinus. Und das heißt, ihr habt hier. Nein, ob es da. Nein. Ja, das ist echt schlimm. Ich überlege gerade schon wieder, ob ich nicht wieder doch zu Paint übergehe. Egal. Also ihr seht hier, f von x ist dasselbe wie f4' von x. Ja, was bringt mir das jetzt? Es bringt euch so viel, ihr müsst nicht so viel auswendig lernen. Ihr müsst nur wissen, Sinus wird zu Cosinus und Cosinus wird zu Minus Sinus. Und dann kommt ihr einmal automatisch drauf rum. Gut. Machen wir weiter mit den etwas nicht so schönen Funktionen. Und zwar, was passiert mit f von x ist Wurzel von x? Und deswegen habe ich jetzt auch das Programm gewechselt, damit ich das hier schön eintippen kann. Was ist f von x ist Wurzel von x? Naja, ihr könnt euch vielleicht an die Potenzgesetze erinnern. Ich schreibe das hier gerade mal eben um. Wurzel aus x ist nichts anderes wie x hoch. So, Moment, jetzt muss ich es hochsuchen. Oh, das ist ja echt grausam. Das ist ja die zweite Wurzel aus x hoch 1. Also x hoch 1 und die. Na komm. Die zweite Wurzel daraus. Also es ist nichts anderes wie x hoch 1/2. Hört sich jetzt total bescheuert an, aber es stimmt wirklich. Diese zwei hier unten
ist die 2 hier auf der Wurzel, das ist ja die zweite Wurzel oder auch Quadratwurzel genannt, zweite Wurzel aus x und das hoch 1, das kann man ja immer weglassen bei ganzen Zahlen, also überall steht theoretisch hoch 1, hier steht x hoch 1, ist egal. Und deswegen steht hier oben diese 1. Also, und jetzt machen wir das einfach wie folgt. Die Ableitung machen wir wie immer. Wir nehmen die Hochzahl und schreiben sie vorne dran. Also hier 1/2 mal x. Achso, das muss ich anders machen. Mal x und wir ziehen jetzt hier oben von dem 1/2 ziehen wir 1 ab, also 1/2. Na, ach komm schon. 1/2 minus 1. Nein, oben. Ach, egal. Also hier 1/2 minus 1 ist minus 1/2. Macht der Sinn, oder? Das heißt, wir haben hier die Ableitung jetzt stehen. Wir nehmen die Hochzahl, schreiben sie vorne dran. Ganz einfach wie immer. Schreiben das x wieder hin von hier. Ziehen von der Hochzahl 1 ab. Und haben unser Ergebnis. Yay. Sieht total bescheuert aus. Ist aber eigentlich nicht ganz so schlimm, wenn man es umschreibt. Deswegen schreiben wir das mal um. Also 1/2 bleibt stehen einfach. Mal. Nein, nicht in die nächste Zeile. Das gibt's doch nicht. Alles in die nächste Zeile. 1/2 mal was habe ich euch zu den Wurzeln gesagt? Zweite Wurzel aus x hoch minus aus x hoch 1 ist das hier. Also haben wir hier auch wieder die zweite Wurzel wegen der 2 hier unten aus x hoch und jetzt Achtung minus 1. Also haben wir hier das ist Krampf. Ich mache es jetzt mal damit. Müsst ihr nicht machen. Zweite Wurzel bedeutet einfach nichts. Also muss man nicht hinschreiben. Zweite Wurzel aus x hoch minus 1. Klar soweit? Gut. So, und jetzt bedeutet dieses hoch minus 1, also dieses Minus hier, bedeutet immer 1 durch. Also sagen wir, ich habe 5, also stopp. Oh, nee. So, ich habe 5. Das tut mir wirklich sehr leid, aber es ist echt ein komplizierter Scheiß. Also 5 hoch minus 1 ist dasselbe wie 1/5. 1/5. Und nein, diese 1 ist nicht die hier. Vorsicht dabei. Das Minus ist immer das 1 durch. Also das heißt, eigentlich müssten wir hier nicht 1 durch 5, sondern 5 hoch 1 hinschreiben. Diese 1 hier ist diese 1 und das Minus ist das 1 durch. Ja? Wenn ich jetzt hier nicht minus 1, sondern minus 5 stehen habe, na, nehmen wir eine andere Zahl, die wir noch nicht haben,
minus 3, dann ist es hier unten 5 hoch 3. Und das Minus verschwindet einfach. Das wird zu diesem 1 durch. Okay? Gut. So, jetzt machen wir hier einfach mal weiter. Mit unserem hübschen Bruch. Also ein halb. Bleibt stehen. Mal zweite Wurzel ist dasselbe wie Wurzel aus. Und jetzt das Minus hier macht 1 durch. Und da unten Wurzel aus x. Und das ist euer Ergebnis. Sieht total wirr aus. Stimmt aber wirklich. Ihr könnt es auch gerne im Taschenrechner mal nachprüfen. Ich zeige euch demnächst auch, wie das funktioniert. Wie man da sich selbst nachprüfen kann. Und das hier ist jetzt die Ableitung von f von x gleich Wurzel x. Sieht sehr kompliziert aus, aber macht nichts. Es stimmt, das ist die Hauptsache. Ja, wir werden uns bald wiedersehen, denke ich mal. Und ja, ciao, bis zum nächsten Mal.